Wir haben sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte jetzt hier zusammengezogen. Auch die Einsatzeinheiten aus dem Bevölkerungsschutz sind hier jetzt mit den Ehrenamtlichen aktiv. Im Moment haben wir noch keinen Überblick. Was wir hier haben, ist ein Großeinsatz sämtlicher Rettungsdienste, der Polizei, der Feuerwehr, der Rettungsdienste zusammen mit dem Diakoniekrankenhaus. Dort ging um 13.15 Uhr eine telefonische Bombendrohung ein. Das Diakoniekrankenhaus musste spontan reagieren und da man auch noch eine Tasche gefunden hat, die herrenlos war, war die Räumung des Diakoniekrankenhauses ohne Alternative. Im Diakoniekrankenhaus befinden sich rund 200 Patienten, darunter auch Intensivpatienten. Man musste sehr schnell räumen, weil der Anrufer gesagt hat, um 14 Uhr ging die Bombe hoch. Das ist absolut dumm, Angst. Angst gehabt. Was haben wir dafür? Und warum? Ich denke, am meisten Minuten hatte man keine Ahnung, was das war. Das war nur der Schreck, weil wir mussten raus alles aufräumen und weggehen. Und danach durch den Handy hat man erfahren, dass eine Bombe drohend war. Und da hatte ich nur Angst. Ja. Ich finde das eine Unverschämtheit, weil halt viele Patienten ja auch gerade im OP waren und behandelt wurden und alles. Und das kam alles so überraschend, dann einfach einmal alle raus, so mitten in der Behandlung, mitten im OP drin. Also das finde ich eine Schweinerei, sowas. Ne? Hatten Sie irgendwie Angst gehabt, dass da wirklich was sein sollte? Das haben wir gar nicht so realisiert. Das war irgendwie so, ja, irgendwas passiert da jetzt und wir müssen jetzt raus und keiner wusste so richtig Bescheid, von daher. Und dann standen wir hier, bis man das realisiert hat.